Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer wundervoll fantastischen Aufnahme. Wir haben in der letzten paar Runden die Holden hier vermählt und sie tun es wieder. Kinder kriegen um jeden Preis. Der Mann, der weiß, der hat heiß. Ne, also wirklich, die machen hier einen guten Job hier, ne? Jetzt haben wir 4 kleine Kinder, 4 große, das heißt 8. Und beim nächsten Mal geht's ans Schlachten der großen Kühe. Oder vielleicht auch nicht. Müssen wir dann noch gucken, wie wir das hier absprechen mit den Kühen da zusammen, ne? Dass wir jetzt vielleicht nicht gerade alle hundertprozentig hier niedermähen und am Schluss gar keine Tiere mehr hätten. Das wäre nicht so optimal, wenn man es mal sagen dürfte. Das wäre wirklich nicht das Beste vom ganzen Ei. So. Haben wir hier jetzt, ja gut. Mehr Stein, ne? Wir müssten eigentlich einen Stein mal einfach nur, weil den Stein können wir gar nicht gebrauchen. Komm, wir legen mal zu Hause ab, dann geht's wieder weiter. Außer wir machen das hier. Wir fahren hier einfach ein bisschen fort. Kann ja auch nicht schaden, aber Steine haben wir wirklich zu viel im Inventar. Das macht den Braten auch nicht gerade kleiner, wenn wir hier nur 10, 20 Steine hinkloppen. Das ist Ende Gelände, das geht aber nicht. So. Wir haben gerade mal 20, nicht mal, Steine verbraten. Und das ist echt zu wenig. Da müssen wir mehr kloppen. So, ich hoffe mal nicht, dass wieder die Antiviren und Co. Gut, Antivirensoftware müsste nicht kommen, denn die ist ja von Windows Defender bei mir. Aber als andere, naja, Stein kriegen wir wieder, Erde vielleicht nicht. Da bin ich lieber vorsichtig, dass ich die nicht gleich wegschmeiße, beziehungsweise einlagere. Dann eher halt abwarten und Tee trinken. Nur wenn es so sein muss, dann wird es so sein. So, hier den noch und das ist hier die Etage, die wir wollen, ne? Daher weg mit dem Klabustern hier. Es ist zwar eine Höhe, aber ich glaube, das tut auch nicht gerade weh, ne? Wenn wir da hier durch. Oh. 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 Nehmen wir hier hoch, das heißt. Hier weg. Doof, ne? Wollen wir das gleich so lassen? Also. Oh, hallo. Dass wir hier dann einen Durchgang haben. Zack, und geht's halt hier nach oben. Na gut, das wird mehr oder weniger auch wegfallen. Müssen wir gucken, wie wir das am besten machen. Dass wir das dann irgendwie gewuppt kriegen. Ey, diese Musik, bitte sehr. Danke sehr. So, hopp, hopp, hopp. So. Ich frage mich, wie wir das hier am besten meistern. Ich weiß noch nicht, wie weit wir nach hinten gehen müssen. Also, ich mache mal einfach Tabula Rasa und dann können wir gucken, ne? Vielleicht, ich muss noch weiter schalten, das ist. Wie bitte? Völlig strange. So, jetzt will ich die Playlist an. Ist total anders hier. Warum? Ist ja wirklich speziell, dass ihr plötzlich springt. Hm. Naja, aber ist Monkey Island wieder am Start. Flucht von Monkey Island. Gibt es da eigentlich Remakes dazu?
Bestimmt. Ich möchte aber wirklich mal einfach nur spielen. Ich war damals noch gar nicht der Flucht von Monkey Island, das schon, aber grundsätzlich Monkey Island an sich war ich, glaube ich, eine Ära zu spät. Muss man wirklich sagen, ich war da wirklich noch, ich glaube, ich weiß nicht, wann haben die aber angefangen mit Monkey Island, nicht Fluch der Karibik, Monkey Island an sich, die haben auch relativ früh, ich habe das mal in einem, vor 3 oder 4 Jahren mal in einem Stream gespielt, aber das, ja gut, ist auch mittlerweile 10.000 Jahre alt, ne? Ich habe das damals irgendwie auf einer virtuellen Maschine gespielt, ich weiß nicht mehr wie, warum und, wupp. Toll, weil willst du mal springen, dann geht's nicht. Ja, wir haben doch genügend Erde, ne? So. Weg damit, und den kommen auch noch wegratzen. Hier, guck mal, der weg da. Haben wir zwar dann auch hier die Dingens weg. Alles nochmal eins tiefer legen, aber egal, das kriegen wir hin. Das ist kein Ding hier, der Unmöglichkeit. Klingt. American McAfee's Alice. Was ist denn das hier? Ich habe zwar Alice McAfee's Returns gespielt, aber so ein Ding. Bum, bum, bum. Das passt ja. Es wird dunkel. Scheiße. Doof, ne? In der Nacht wird geackert. So kennt man's, so liebt man's, so tut man es. Es muss so sein. Es wird gearbeitet bis spät in die Nacht. Schon fast ist es morgen und immer noch am Ackern. Mit der Spitzhacke eins nach dem anderen weg und weg. Wird geflötet, getrötet und anderweitig noch Lärm gemacht. Aber alles in allem hat man doch seinen Frieden und Ruhe mit Ackern. In der morgendlichen Dämmerung. So, dann schmeißen wir uns mal ran. Den können wir eigentlich auch abratzen hier, ne? Dieser, der muss auch noch weg. Boah. Naja. Was tut man nicht alles für das beste Mann Axe? Oder Head and Shoulders, oder wie heißen die, Digga? Die Werbung. Das beste Mann oder so, oder. Das irgendwo her. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt aktuell ist. Meine Haare sind auch. Boah. Naja, egal. Super. Kurz futtern. Im Nachbar Hallo sagen, der eh nie da ist, weil er immer weg ist. Immer auf Arbeit, ne? Der arme Mann. Und wir hier auch. Immer auf dem Feld. Wo war denn das jetzt wieder der Herr? Hm? Hm. Keine Ahnung. Hier meckert mal wieder jemand. Das Bauamt kam vorbei. Der Garten ist nicht 2,5 Meter lang, sondern 2,51 Meter. Hat schon jemand gemeckert. Ne? Ihr kennt's. Nicht vom Garten, aber schon anderweitig. Oh. Fertig.
Nur mal kurz. Ich möchte die Musik nochmal haben. Geht hier. Haben wir irgendwelche Songs? So. Song. Haben wir irgendwie eine Playlist oder so? Oh, 2 Stunden. Ja gut, dann machen wir es halt. Wer hüke nicht immer die ganze Zeit? Ist es jemand, der da unten ist oder was? Du musst dich mal an Grenzen setzen. Ich weiß nicht wie oder was oder warum oder eben wieso. Aber das geht schon irgendwie. Die Grenzen werden gesetzt. Nee, das musst du weg da hinten. Komm, das kann so nicht sein. Das darf nicht sein, das geht so nicht weiter. Boah, diese Gänsehautmusik ist wirklich so. Oh. Da kommt relativ wenig an das Spiel, also da kommen relativ wenig Spiele an das hier ran. An Chrono Trigger. Das ist wirklich. Also die Musik, das Spiel habe ich wirklich nie gespielt. Aber die Musik, oh, wunderschön. Das ist mal Game-Musik, die sich mal wirklich. Da lohnt sich mal sowas. Ach, wie wunderschön. So, da wird ja ganz viel Erde und Sterne kriegen wir auch noch dazu. Da lässt sich alles wuppen und gewuppt werden. Einen am anderen. Boah, das klingt ja so, wie ein Creeper am Anfang explodieren würde. Nicht so cool. Super. Ich rede gar nicht mal zu viel, weil die Musik so schön ist. Da macht ja das Gerede kaputt. Die Musik. Als was ganz, also. Würde ich wirklich kaputt machen, wenn ich die ganze Zeit hier reinquatschen würde. Daher halte ich mal teilweise meinen Mund. So, meine Damen und Herren, es ist langsam aber sicher soweit, dass wir sagen können, juhu, die Zeit wird knapp und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Vielen lieben Dank, das war's. Und ja, Stein geht weg, Erde kommt, wir sehen uns. Ciao und tschüssi, Kowski, meine Damen und Herren.